Ich habe meinen Traum erfüllt. Ich habe den größten Kampf also bestritten in Afghanistan. Das war ein historischer Kampf. Vor 24 Millionen Menschen haben das zugesehen, ganz Afghanistan. Also es gab wirklich Einkaufszentren, Hochzeiten, alles wurde unterbrochen. Es gab niemand auf den Straßen, alle waren vom TV und am Boxen geschaut. Und das war ein Friedenskampf und an dem Abend gab es keine Gewalt. Das war ein sehr schöner Abend. Mein Leben, mein ganzes Leben. Ich wurde, wie sagt man, es war, ob das Schicksal war, ob das jetzt, ich wurde einfach geboren. Ich wurde einfach geboren im Krieg. Und meine ganze Jugend war ein ganzer Kampf. Also wir mussten um Überleben kämpfen, wir mussten um Nahrung kämpfen, um jeden Tag, dass wir es einfach sagen, dass man lebt, dass man lebt und die Familie lebt. Ich habe mich verloren in einem Sumpf voller Gewalt, Drogen, Party. Es ging nur um Geld und sehr viel Gewalt, sehr, sehr, sehr viel Gewalt. Also die Drogen haben mich sehr kalt gemacht und ich habe einfach um mich herum geschlagen. Ich habe sehr, sehr viele Menschen wehgetan, sehr viele Menschen und mir selbst auch sehr viel zugefügt. Und das hat mich irgendwann, das waren die Fäuste, dann war es irgendwann Messerstecherei. Ich habe so vielen Leuten Lungenstich gegeben, hier Stich verpasst, bis irgendwann ich jemand sogar zu scharfe Knarre, ich lief nur noch mit einer scharfe Knarre rum und habe hier von ganz Hamburg, also er kannte mich und kennt mich und ich habe geschossen und Menschen sein Leben fast genommen. Und dann war ich im Knast. Und als ich dort das Sport entdeckt habe, das Boxen, das hat mich so inspiriert, weil das war auch ein Kampf, fairer Kampf. Und ich habe diesen Boxer gesehen, seinen Kampf, Dariusz Mielczewski, und der hat mich sehr inspiriert. Als ich meinen Freund verloren habe, meinen besten Freund, da habe ich 2 Jahre lang nicht gesprochen. Also wieder meine Stimme zu bekommen, den ich in Afghanistan gelassen hatte, das war schon hart. Also das war schon hart. Aber wiederum gegen Drogen zu kämpfen, gegen sich selbst zu kämpfen, das ist auch ein verdammt harter Kampf. Das ist ein Kampf, wo man wirklich jeden Tag den Respekt vor sich selbst verliert, weil man denkt, heute nicht, heute mache ich das nicht. Aber irgendwie man schwach wird und doch wiederum eine Nase zieht. Du denkst dir, wozu bin ich hergekommen? Wozu haben meine Eltern das dann das hier gemacht und mir diese Chance gegeben? Und ich verkacke das alles und bin hier einfach ein Nichts. Und also, du willst immer aufhören, aber du kannst es nicht, weil es ist wirklich, du kämpfst immer mit dir selber, mit dir selber. Und ich glaube, ich war mein schwerster Gegner in meinem Leben. Ich hab in meinem Leben sehr viel Schmerzen und sehr viel Leid habe ich selber gespürt in meinem Körper. Ich hab wirklich, wenn ich manchmal Momente habe, schwache Momente, es gibt Tage, da habe ich bestimmte Sachen keine Lust und dann kommen diese Erinnerungen in mein Leben. Und das gibt mir richtig Antrieb. Das gibt mir Antrieb für ein besseres Leben, für mein besseres Leben, für meine Mitmenschen, für Afghanistan. Also was Gutes zu tun. Und das gibt mir sehr viel Kraft. Also diese Erfahrung aus meinem Leben, die ich wirklich immer wieder bestritten habe. Also ich glaube wirklich an das Gute wieder. Ich war selber unschuldig im Knast und keiner hat an mich geglaubt. Also kein einziger Mensch, nicht mal meine Familie hat geglaubt. Alle haben gesagt, er ist schuldig. In ganzen Medien stand das, ich bin schuldig. Es sind einfach Lebenserfahrungen, wo ich weiß, was der Krieg bedeutet. Ich habe das selber gespürt und daher bin ich gegen Krieg. Deswegen kämpfe ich für den Frieden.